Hallo Leute und willkommen zurück zu unserem kleinen Traumhaus und wie ihr in diesem Schrank seht, wir haben es geschafft. Wir dürfen jetzt die Sachen verdammt nochmal dorthin stellen, wo wir das wollen, in unserem Haus. So, ich habe schon probiert, dass man eventuell also jetzt mit dem Cheat dieses Gelumpi hier, ne, das ist das Falsche, wartet, das was vorher nicht ging, das kann man immer noch nicht nach oben stellen. Zumindest wüsste ich nicht wie. Vielleicht geht's irgendwie. Aber wir sterben ja jetzt auch nicht daran, wenn wir das nicht dort oben hinstellen können. So, wir haben hier Teppiche drin. Wir haben Pflanzi drin. Wir haben so Schränke drin, wo dann übrigens sowas wie Duschgele drin stehen werden. Theoretisch können die, hupsala, können die auch hier im Vorratsraum dann drin stehen. Wir brauchen übrigens noch einen Kühlschrank. Einen Schnark, einen Kühlschrank. Er kennt's nicht. So einen ganz alten haben sie uns vermacht, so einen hier. In der Art zumindest. Ich stelle den jetzt einfach mal hier als Testobjekt mit rein. Der soll einfach nur so aussehen wie, so ähnlich wie das, was sie uns vermacht haben. Und Regal. Na komm schon, so. Haben wir nochmal ein Regal, was wir hier drüber dann anmachen könnten, wo ein paar Sachen drinstehen, die wir dann in dem unterbringen. Geht ja jetzt auch nicht darum, dass dort irgendwas Wichtiges drin ist oder so. Ja, lass uns einfach mal hier ein paar Regale angebracht haben. So, dass es halt aussieht wie eine Vorratskammer, ihr wisst schon, ne? Ihr wisst Bescheid, Leute, ihr wisst Bescheid. Jetzt kann ich das auch, jetzt steckt das hier in der Wand, das ist ein bisschen kacke. Aber wir können es jetzt zärtlich hier rüberschieben. So. Dann hätte ich gern noch so ein Ding. Noch so ein Ding. Augenring. So. Steckt jetzt ein bisschen hier. Könnte man theoretisch vielleicht einen Millimeter. Wartet mal, wir machen mal diesen hier. Na, guck mal, wie schön das passt. Wie schön. Dann haben wir hier schon einen echten schicken Lagerraum. Der ist fertig. Cool. Unsere Badezimmer sind auch fertig. Ich mag es bis jetzt sehr, sehr gern. So. Was machen wir denn als nächstes? Machen wir den Flur mal, weil der sonst so traurig ist. Das Esszimmer. Machen wir das Esszimmer und machen wir die Küche. Oh Gott, was machen wir? Ich weiß es nicht. Machen vielleicht den Flur. Sowas wie Omode. Hör mal auf, immer Sachen zu schreiben hier. Wir haben hier bereits eine Kommode stehen, hier so um die Ecke. Ist eine weiße, glaube ich. Wir haben aber, wir kriegen bald eine andere Kommode. Und zwar solche ähnlichen hier. Eher wie diese. Deswegen würde ich schöner finden, wenn wir, guck die hier sehr durch die Wand. Die ist halt schon sehr massiv, ne? Wenn wir die vielleicht ein bisschen slidig hier hinstellen könnten. Guck die zwar hier so ein bisschen rein, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, theoretisch ist hier eine Tür. Weil die geht ja in den Keller, die geht aber so rum in den Keller. Warte mal, da können wir ja hier die Tür wieder einbauen, hä? So rum. Die Tür geht so rum auf. Und, ah, hier ist schon eine. Alles klar, okay. Dann sind wir ja jetzt wieder perfekt mit allem drin. So, hier im Flur. Können wir Bilder oder sollen wir Gemälde vielleicht suchen oder so? Suchen wir mal Gemälde. Oh, das ist sehr schön. Wir haben ja, falls... Oh, ist ja klein auch. Warte mal, man konnte mit Steuerung... Scheiße. Ich war stumm jetzt für eine Zeit. War es schlimm?
Wann habe ich das denn gemacht? Ach, als ich gerade eben, ich kann eigentlich nur für ein paar Sekunden stumm gewesen sein. Was ich gesagt habe, das muss ich nicht nachsynchronisieren. Falls ihr euch daran erinnert, wir haben ja so ein Gemälde gekauft und dann wollte ich nämlich zeigen, wie man es nochmal groß gekriegt hat. Und das ist diese Taste hier. Wenn wir das größte Gemälde der Welt draus machen. Wir haben hier ein schönes Gemälde geschenkt bekommen von den Bewohnern. Das ist ein bisschen größer. Wartet mal, dass wir das so ein bisschen mittig hier drüber haben. Das würde ich gern da haben. Jetzt ist die Frage, ich habe Christian. Oh, hier können wir auch noch eine Tür hinmachen, Leute. Fingerfeuer. Auch nicht. Habe ich hier geklaut jetzt? Kann ich hier haben? Dankeschön. Hä? Ach, weil der Flur noch so weit oben ist. Daran habe ich gar nicht gedacht. Leute. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt klauen wir die Tür. Und die geht aber, wollte gerade sagen, so rum auf. Und hier vorne ist die Treppe jetzt fort. Jo. Na gut. Ihr habt die Treppe gesehen. Ihr wisst, dass sie irgendwann mal da gewesen ist. Deswegen machen wir jetzt hier unsere große Tür hin, die aber da lang aufgeht. Dann ist das jetzt halt so. Gut. Machen wir weg. Was können wir hier noch im Flur? Ich habe schon überlegt, ob ich im Flur einen Teppich haben will. Aber es ist halt leichter sauber zu halten, wenn kein Teppich da ist, um ehrlich zu sein, ne? Gemälde. Ich habe Christian. Könnten aber auch Fotos von der Familie zum Beispiel. Das würde ich schöner finden, glaube ich, hier im Flur. Ich wollte gerade sagen, ich habe Christian, die sind doch hübsch, oder? Aber ich glaube, unsere haben weiße Rahmen. Und kann ich die in weiß auch haben hier? Nee, ne? Zu Weihnachten habe ich Christian, um den Satz mal zu Ende zu sprechen, drei Bilder geschenkt. Er hat gesagt immer, er mag solche wissenschaftlich gezeichneten Libellen und so. Und da habe ich ihm ein wissenschaftlich gezeichnetes Libellenbild geholt. Und die anderen, die dazugehören, sehen halt schön aus. Haben auch was mit Libellen zu tun. Sind aber nicht wissenschaftlich gezeichnet, sondern sind halt so you and me, we got this. Und der andere ist, and I think to myself, what a wonderful world. Und dort sind die Libellen um Blumen herumschwirrend. Und die finde ich so schön, diese beiden Außenbilder. Also das Anatomische natürlich auch. Aber ich überlege gerade, wo hängt man denn die Bilder der Familie auf? Macht man das direkt unten? Die Flurwand bietet sich sehr an, finde ich persönlich dafür. Mittelgroßes Gemälde. Ah, das könnte man wahrscheinlich erst malen. Ha, das Bett. Erstmal kurz Fotos suchen. Also Fotoapparate. Okay. Gemälde und Poster. Okay, machen wir mal hier. Das ist so ein Windspielding. Na, oh, süß. Könnte man über die Tür machen. Na. Oh, mega niedlich. Mal hier. Oh. Das können wir oben dann im Zimmer machen. Supergeil. Wirklich supergeil. Oh. Simsi war hier. Kinderposter. Erziehung zum Leser. Okay. Wandtattoo von Centopi. Ja, ich glaube, ich nehme die braunen Bilder. Ich habe jetzt ein bisschen gehofft und ich finde das auch irgendwie komisch und schade, dass wir den Bilderrahmen nicht in weiß ummodeln können. Geht es hier irgendwie? Ja, aber das sind halt so komische, antike Patente-Dinger. Ich hätte gern. Wir nehmen die hier. Und dann nehmen wir einfach. Waren hier nicht auf den Bildern zwischendurch auch andere Leute drauf? Ja, hier ist was anderes.
Achso, das sind nochmal die da. Gibt's die nicht in hell? Doch, hier. So, dann sagen wir nämlich, der Flur ist unser Flur mit den Bildern der Familie. Könnt mal hier drüben. Ist theoretisch auch noch eine Tür, beziehungsweise die holen wir uns. Wir können ja jetzt mit den Cheats machen, wie wir wollen. Die können wir ja jetzt auch hinschieben, wie wir wollen. Das ist ja eine breite Schiebetür. Was haben wir denn noch für Türen? Filmtrailer-Tür? Ja, wir haben... Das sieht schon ziemlich nach unserer Tür aus. Wir haben bloß kein Glas da so außenrum, wisst ihr? Ich glaube, ich werde sie trotzdem nehmen, weil sie sehr, sehr relativ ähnlich aussieht. Die hier gibt es noch ein Weiß. Die gibt es ein Weiß, aber die ist zu groß, würde ich sagen. Wir nehmen die. Die geht aber so rum auf. Bisschen weiter hier drüben. So. Und dann klauen wir uns von hier vielleicht die Bilder. Obwohl, das geht gar nicht, weil die Tür, wenn die geschoben wird, geht die bis hier hinten irgendwo auf. Wisst ihr? Also muss die Wand theoretisch frei bleiben, weil die Tür ja immer drüber schrappt. Dann lassen wir das so. Mach mal weg die Pipette. Und damit würde ich sagen, müssen noch Pflanzen in den Flur. Mal, warte mal, hier drin... Ja. Glücklicher Zitrusbaum des Mondes. Tschüss. So, das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe auch einen Ficus, beziehungsweise zwei Ficuse. Könnte man hier dann so hinstellen. Finde ich eigentlich schön, so an Eingang. Machen wir auch. So. Um reinkommen. Hier könnte man auch noch Pflanzen hinstellen. Große Pflanzen finde ich halt gut. Hier so was Palmiges. Sowas hat Christian mitgebracht. Finde ich schön. Ja. Können auch eine Palme mal kurz hier hinstellen. Und hier einen von den Kollegen. So machen. Und dafür dann... Nee, komm mal mit. Du. Hier so mit hinstellen an die Tür. Könnte man auch machen, dass die so ein bisschen ist. Hier muss ja frei bleiben. Hier hinten ist, glaube ich, zu wenig Platz. Hier in der Ecke bin ich mir nicht sicher, ob das hinpassen würde. Würde ich so lassen. Oder? Machen wir so. Große Topfpflanzen. Welche von denen, die wir haben, stellen wir dahin. So. Damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Flur. So, lasst uns das Esszimmer machen, glaube ich. Hier in dem Flur übrigens ist auch noch ein Fenster drin, ein recht großes. Hier ist die richtige Fensterhöhe, ne? Das ist aber ein sehr tiefes Fenster. Dann gibt's hier sowas? Das steht nämlich auch noch. Ja, es ist so ausgebeult wie das hier, aber nicht so riesig ausgebeult wie das hier. Auch zu groß. Halt nur so ein Bum-Bum nach draußen. Wisst ihr, so wie das Fenster ist. Nur ein so ein Ding nach draußen. Und da stehen halt auch, da steht eine riesige Pflanze. Die Pflanze stellen wir einfach. Hier könnten wir auch. Sagen, da stellen wir stellvertretend das hier hin. Pflanze. Und hier den Weg nach oben. Hier ist so eine Einbuchtung nach innen, weil hier so Rohre und so sind. Hier weiß ich noch nicht, was könnte man dort machen. Man könnte theoretisch das glatt zumachen, dass wir eine glatte Wand haben. Man könnte es aber, es ist wahrscheinlich ultra schwer zu tapezieren, wie es jetzt ist, weil, wie schon gesagt, hier so eine Einbuchtung ist. Man könnte die ganzen Bilder, die wir hier haben, auch auf dem Weg nach oben hier andingsen, sodass hier im Flur, falls irgendjemand zu Besuch kommt, den wir unten lassen, aus irgendwelchen Gründen keine persönlichen Bilder sind.
Ist das besser? Wenn wir die Bilder der Familie die Treppe hochmachen? Wisst ihr was, das ist was, was ich Christian frage. Wenn er dann irgendwann hier mal uns beiwohnt. Wir machen jetzt Folgendes. Wir suchen mal Bilder und machen die botanischen Bilder Ich habe jetzt überlegt, ob ich es gleich umschwenke. Weil wir haben hier oben, was ihr nicht vergessen dürft, haben wir auch noch einen kompletten Flur, wo wir Sachen machen können. Wisst ihr? Wo wir Sachen hinhängen können. Hier steht auch eine Kommode. Man könnte die Familienbilder ja aber auch nach hier oben ausweiten. Wir lassen es erstmal so, wie es ist. Wir lassen es erstmal so. Wir kümmern uns ums Esszimmer, würde ich sagen. Und zwar im Esszimmer. Haben wir hier sowas? Esszimmer, tatsächlich. Hätte ich gern... einen Tisch, ne? Aber einen... schmuddeliger Kneipentisch. Sieht ein bisschen kleiner aus für das, was wir da für einen Tisch haben wollen. Megatisch. Das größere? Lass uns mal den kurz hier hinstellen. Wenn dann der Tisch, den wir haben, der ist... Also der auf dem Dachboden steht, ist dunkel. Das machen wir mal kurz so. Kann ich den vielleicht auch einfach... das ist ein bisschen sehr großer Tisch. Ich habe gedacht, der geht jetzt einfach in Breite und so, nicht nur in die Höhe. Gucken wir mal, ob wir größere Tische haben. Wird größer, ne? Der oben auf dem Dachboden, also unser, den wir haben, ist so ein kleiner, wie der hier unten drunter steht. Der Tisch oben auf dem Dachboden, das ist so ein großer, langer. Also nicht ursprünglich, sondern du kannst ihn erweitern mit Modulen. Aber er ist ja ursprünglich nicht so lang und groß, deswegen würde ich das erstmal so lassen, glaube ich. Sag ich mal Stühle. Ja, wir haben welche, die dort geschreinert sind, mit solchen ähnlichen Sachen, aber nicht ganz so. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie die Rückwand von diesem Stuhl, aber sie sind halt, kann ich die braun machen? Ah, so um nicht so ein goldenes Dingens halt auch drin, ne? Ist zu rustikal für das, was das ist, der Stuhl. Ist auch. Nee. Umarmungsstuhl. Stuhl, das beste Geschenk, na. Ich glaube, wir nehmen einfach Mondblickstuhl. Die sind ein bisschen zu fancy, sind die mir. Wir nehmen, glaube ich, einfach einen von diesen Landhaus-Esszimmer-Dingern. Was ist der Unterschied hier? Mega-Esszimmer-Stuhl. Dass der Mega-Tisch ist, würde ich hupsala sagen, dass wir das dazu passend machen, oder? Das ist die richtige... Nee. Ist? So dunkel. Manche haben halt auch noch ein Kissen, manche halt nicht.
Was ist das? Und das ist das Holz, ne? Das ist ja ein lila Kissen, aber kann ich das Kissen nie ändern? Manu, schreib mir doch nicht vor, was ich für ein Kissen nehmen soll. Oh, muss ich erstmal ordentlich hinsetzen hier. Ja, mach mal halt erstmal ein lila Kissen, wenn es nie anders geht. Ich wollte, dass der Tisch da hinten steht. Jetzt ist das natürlich ein bisschen eher so. Und das ein bisschen. Warte mal, das können wir doch. Quatsch, nicht plussen. Oh, ich dachte, ich habe jetzt die Aufnahme beendet. So. Oha. Der ist schon ein bisschen groß, ne? War mal rückgängig. Ja, machen wir mal so hier ungefähr die Durchreiche hin. War eigentlich nicht so ganz hin, wie ich das jetzt gerade hier maßstabmäßig mache. Lass uns das vielleicht doch mal nochmal. Vielleicht so ein bisschen anpassen, wisst ihr, irgendwie so. Der Tisch ist zu klein, der ist zu kurz. Der Tisch ist zu kurz. Ich nehme mal doch den längeren. Welcher war denn das? Das war doch einer, der hier so... Der hier? Aber der ist zu lang eigentlich. Weil drei Leute passen bei uns nicht an eine Seite, nur wenn der wirklich ausgezogen ist. Wisst ihr? Kannst ja so machen. Ja, mach mal so. Geschirr. Gibt es sowas wie Geschirrschränke? Schmutziges Geschirr. Nee, ich wollte... Geschirr. Volle Teller. Ja, so eine Vitrine. Christian hat nämlich so eine Vitrine, also ein bisschen anders aussehende. Die wollte ich hier so ein bisschen mit einbringen. Ich hoffe, dass sie dann da irgendwie hinpassen könnte. Und dass man hier unter, also hier drunter, irgendwas nicht so großpflanzliches hinstellt. Aber irgendwas, was halt trotzdem so ein bisschen den Platz einnimmt. Ein bisschen blöd aus. Ist das groß? Nee. Ich hab so einen Wagen. Kann man hier noch dunkel haben? Sehr dunkel, sowas hier. Ah, mein Wagen ist weiß. Aber vielleicht gar nicht so schlimm. Ich bin jetzt nach der Mode gegangen, quasi nach der modischen Zusammenstellung. Vielleicht könnte man den wirklich hier so, wartet mal, ein bisschen weiter hier, so hinstellen. Was ist da? Oder ist das uncool? Sind das nur Deckenlampen? Ja, ne? Das ist nur so Schmuckschnickschnack für die Wand. Gewürzregal. Brauchen wir dann noch. Ich pflaster das mal kurz hier hin.
Moodboard. Ah, Schneeflocken, das ist mir zu weihnachtlich gerade noch. Was ist denn das hier? Mega Wandklotz. Okay. Das ist wie ein Regal oder was? Der Kleiderhaken? Aber riesengroß aus, ey. Naja, liebe Leute, wir sind doch schon wieder bei 25 Minuten. Ich würde hier gerne noch die Wände beschmücken und den Boden mit, glaube ich, einem Teppich noch versehen, der dann hier so rüberragt oder sonstiges. Ich weiß noch nicht genau wie. Und das würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Also dann, liebe Leute, wir kommen gut voran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.